Roland, hast du schon mal für oder gegen etwas demonstriert? Ja, 2014 wurde bekannt, dass das Feigl Kreiskrankenhaus geschlossen werden soll. Und wir haben dann, oder ich habe dann, die Feigler Bürger informiert und habe dann auch Demonstrationen auf dem Marktplatz organisiert. Bei Beginn der Aktion hatten wir eine Stimme im Kreistag und bei der Abstimmung für oder gegen das Krankenhaus hatten wir 44 Stimmen. Respekt.